Tag, meine Damen und Herren. Darf ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Danke. Dankeschön. Der Kreissprecher des Kreisverbandes, der Herr Thorsten Hunzinger, hat mich gebeten, vorab so ganz kurz ein paar organisatorische Hinweise zu geben. Sie wissen, Essen und Trinken ist das Allerwichtigste bei so einer Veranstaltung. Hier hinten in der Ecke haben wir so ein paar Getränke aufgebaut und es stehen auch Kuchenteller da. Deswegen vermute ich mal, dass es auch irgendwas zu essen gibt. Bedienen Sie sich bitte. Und wir wären dankbar, wenn in diese kleine Spendenbüchse dann hinterher auch ein paar Pfennige drin sind. Das Zweitwichtigste ist, sind die Toiletten. Die finden Sie am Ende dieses Ganges, wenn Sie die Tür da verlassen, da raus. Und dann gibt es noch einen Hinweis meinerseits. Wie Sie gesehen haben, haben wir so eine kleine Gegendemonstration auf der Seite. Klein, ja. Plakate hoch, falls sich jemand hier im Saal befindet, der sich nicht an die normalen Regeln halten will, hinterher in einer Diskussion ordentlich mitzureden, sondern anfängt zu stören, dann machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und bitten ihn dann höflich, den Saal zu verlassen. Ein paar Sätze noch vielleicht zum Ablauf der Veranstaltung. Nach meinen wenigen Worten wird der Kreissprecher, der Herr Hunzinger, Sie offiziell begrüßen. Danach ist die Frau von Storch zu uns gekommen und wird uns einen Vortrag halten zum Thema Waffenrecht aus Sicht der AfD und anschließend noch einen kurzen Bericht aus Berlin, also über den Alltag eines Bundestagsabgeordneten, geben. Anschließend werden wir dann noch ein bisschen Zeit für Fragen oder eine kleine Diskussion haben und das späteste Ende der Veranstaltung soll um 16.30 Uhr sein. Bis dahin müssen wir fertig sein, müssen wir durch sein. Die Fragen wird der Herr Hunzinger dann anschließend moderieren und um 16.30 Uhr müssen wir die Veranstaltung beenden, weil die Frau von Storch dann wieder nach Hause muss, weil morgen der Alltag in Berlin wieder weitergeht. Ich werde jetzt gleich eine Mappe hier durch die Reihen gehen lassen. Da können Sie sich eintragen, falls Sie Interesse haben, wöchentlich oder alle paar Tage von der Frau von Storch einen Newsletter AfD aktuell erhalten zu wollen. Bitte deutlich schreiben Vorname, Name und E-Mail-Adresse, falls Bedarf besteht. Vorname, so, Nachname muss nicht deutlich, das ist aber E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse muss deutlich sein. Okay. Alles klar. Gut, dann wünsche ich uns allen einen schönen Nachmittag und ich übergebe das Wort an dich. Ja. Vielen Dank, Herr Kollar. Meine Damen und Herren, ich darf Sie hier ganz herzlich im Dorfgemeinschaftshaus Netze begrüßen. Ich freue mich, dass der Saal so voll geworden ist, dass wir jetzt sogar eben gerade noch ein paar Stühle herbeiholen mussten. Das für einen Sonntag hier auf dem flachen Land, das ist schon beachtlich. Vielen Dank dafür, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Sprecher hier vor Ort, den Herrn Dr. Raudis. Herr Dr. Raudis, wo sitzen Sie? Da, vielen Dank, dass Sie auch gekommen sind. Meine Damen und Herren, wir sind auch hier vor Ort vertreten, ja. Ansprechpartner gibt es zuhauf, das heißt, wir verstecken uns nicht, wir stellen uns der Diskussion, wir wachsen, wir werden größer und wir sind auch vor Ort vertreten. Genauso herzlich darf ich begrüßen Herrn Stefan Ginder, den Fraktionsvorsitzenden unserer Kreistagsfraktion. Stefan, herzlich willkommen. Und natürlich darf ich auch den Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Volkmaßen, Hakola Dippel, ganz herzlich hier begrüßen. Meine Damen und Herren, wir sind nicht nur in Berlin für Sie aktiv, sondern auch kommunal vor Ort. Dort haben Sie kompetente Ansprechpartner. Ich darf auch ganz herzlich die Gäste der Presse begrüßen. Ich schaue mal gerade in den Saal. Nee, sind natürlich wieder nicht da, ganz klar, macht aber auch nichts. Und ich darf auch ganz herzlich den Hauptgast des heutigen Tages begrüßen, Frau Beatrix von Storch. Frau von Storch, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, gestern auf den Tag genau vor 5 Jahren hatten wir unseren Gründungsparteitag unserer jungen Bürgerpartei in Berlin. Und in diesen 5 Jahren unserer jungen Parteigeschichte haben wir Geschichte geschrieben. Wir sind mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland in allen Landesparlamenten vertreten. Hessen und Bayern fehlt noch, aber ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr
in guter Stärke auch dort einziehen. Wir sind mittlerweile mit einer 92-köpfigen Fraktion in Berlin vertreten und selbstverständlich haben wir auch Abgeordnete in Brüssel, wo Sie, sehr verehrte Frau von Storch, auch selbst schon 3,5 Jahre für uns tätig waren. Im Moment jetzt noch ein, aber Sie waren auch 3,5 Jahre dort für uns tätig. Heute, im 5. Jahr nach unserer Gründung, stehen wir mittlerweile deutschlandweit bei stabilen im Schnitt 14% und damit sogar ein gutes Prozent stärker als voriges Jahr bei der Wahl. Meine Damen und Herren, das ist schon lange kein Protest mehr, der unsere Partei in die verschiedenen Parlamente trägt. Meine Damen und Herren, die Wähler sind von uns und unseren Positionen überzeugt. Von daher sollte es doch also eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns und unsere Positionen Ihnen präsentieren können. Doch weit gefehlt. Vielleicht haben Sie vorhin schon vor dem Haus die Polizisten gesehen, unsere Türkontrolle haben Sie bestimmt auch wahrgenommen. Und auch jetzt hier im Saal sind Sicherheitskräfte vor Ort, denen ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen darf. Warum erwähne ich das so ausdrücklich? Wir haben insgesamt 3 Versuche gebraucht, bis wir endlich dieses fixe Datum und diesen festen Ort hatten, um uns hier und heute Ihnen präsentieren zu können. Und das bei einer Partei, die sich anschickt, zweitstärkste Kraft in Deutschland zu werden. Bei einem Ort wurden unsere Gastgeber so unter Druck gesetzt, dass wir die Veranstaltung abgesagt haben. Bei dem anderen Ort, auch einem Dorfgemeinschaftshaus, gab es nach einer ersten Zusage dann doch plötzlich Probleme mit dem Brandschutz. Es hieß, ja, wenn Sie ein Kaffeekränzchen mit 30 Damen wären, dann könnten Sie zu uns kommen. Aber bei dem, was Sie da vorhaben, das geht natürlich nicht. Meine Damen und Herren, das ist bezeichnend für den Zustand unseres Staates im 13. Dienstjahr der Kanzlerdarstellerin. Aber es ist kein Skandal. Nein, das ist eine Schande für Deutschland. Aber wir bleiben standhaft, das verspreche ich Ihnen. Standhaft für Sie und die Zukunft unserer Kinder. Und wir werden uns nicht vorschreiben lassen, wer, wann und wo zu uns und zu Ihnen sprechen wird. Und wenn Sie wissen wollen, warum man versucht, uns so zu behindern, dann brauchen Sie bloß einen Blick in die verschiedenen Programme unserer Partei zu werfen. Da hinten haben wir etwas für Sie bereitgestellt. Das können Sie nachher gerne mitnehmen und zu Hause ganz in Ruhe noch einmal darin blättern. Und eine weitere dieser Positionen wird Ihnen jetzt Frau von Storch vorstellen. Und Frau von Storch, an dieser Stelle darf ich Sie ganz herzlich nach vorne bitten. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja. Da verdurst ich am Anblick, das was ich nicht. Ich hab gerade genug Kinder. Ja, alles für Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Wasser und aber vor allem für die Einladung und für die viele Mühe, die Sie schon auf sich genommen haben, sodass wir hier zusammenkommen. Ich richte den Dank immer an diejenigen, die vor Ort die Arbeit machen, die in den verschiedenen Ortsverbänden oder Kreisverbänden genau das tun, wovor die anderen Parteien sich fürchten, nämlich genau diese Art von Veranstaltung. Hier sitzen jetzt nicht 2000, aber der Saal ist voll und vor allen Dingen, es ist nicht nur heute hier am Nachmittag etwas, es ist in der ganzen Republik irgendwo etwas los. Überall ist die AfD am Start, überall ist die AfD präsent und das liegt daran, weil wir vor Ort Aktive haben, die diese Arbeit übernehmen. Deswegen von dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die wahnsinnig wichtige Arbeit, die Sie hier in den Kreisen und in den Orten machen. Vielen Dank von meiner Seite. Sie haben das gerade auch schon angesagt, oder Herr Dippel hatte das angesagt, wir freuen uns, wenn hier Gegner im Raum sind. Ich sage das ausdrücklich. Ich freue mich, wenn hier Menschen im Raum sind, die hergekommen sind, weil sie der festen Überzeugung sind, diese AfD ist eine was auch immer für Deutschland.
und alles ablehnen, was wir sagen und uns am liebsten beschimpfen und beschreien würden, dies aber gerade nicht tun, sondern hierher gekommen sind, um sich das einmal anzuhören. Und dann vielleicht am Ende Fragen zu stellen und dann mögen sie am Ende nach Hause gehen und weiter schimpfen und weiter nicht unserer Meinung sein und wir sind auch weiterhin nicht ihrer Meinung. Aber das ist in Ordnung so in einer Demokratie. Wir ertragen andere Meinungen, wenn sie unsere Meinung auch ertragen, aber hierher gefunden haben, um sich das mal live anzuschauen, dann begrüße ich das außerordentlich. Ich bin gebeten worden zu dem Thema, ich nehme mal meine Uhr ab, damit ich an die Uhrzeit selber halte, gebeten worden zu dem Thema Jäger, Sportschützen, Waffensammler, das ist das große Überthema zu sprechen, also das Verhältnis der AfD zum Thema Waffen. Das ist, wie wir wissen, ein großes Thema, weil es einfach viele persönlich betrifft. Die Gemeinschaft der Sportschützen und auch der Jäger, die ist groß, der Zahl der Waffensammler, glaube ich, ist kleiner, aber gleichwohl insgesamt eine große Gruppe, die betroffen ist immer wieder von Gesetzesverschärfung. Ich bin persönlich mit diesem Thema insoweit verbunden, als dass ich auch aus einer Familie komme, die viele Jäger hat. Ich bin selber auf Treibjagden gewesen als kleines Kind und bin laut Lärm machen durch den Wald gezogen. Ich kenne das Thema sozusagen aus dieser Perspektive. Politisch damit befasst habe ich mich natürlich zunächst nicht, aber wir haben das als AfD durchaus getan und ich halte das auch weiterhin für wichtig. Das ist ein sehr sensibles Thema, das gerne benutzt wird und damit steige ich dann ein in die drei großen Themen, in die ich das unterteilt habe. Es wird gerne benutzt, dieses Thema Jäger und Sportschützen als Sündenböcke für verfehlte Politik mag meine erste Überschrift sein. Immer wenn irgendetwas passiert und die Politik versagt hat, dann müssen die Jäger und die Sportschützen herhalten als Sündenböcke für dieses Versagen der Politik. Und immer dann, wenn ein Anschlag passiert, dann wird nach Regulierung des privaten Waffenbesitzes gerufen. Das, was die wenigsten wissen, ist, dass, glaube ich, wenn man eine persönliche Zuverlässigkeitszertifizierung in Deutschland haben möchte, dann ist es die Zertifizierung, die jeder hat, der Waffen besitzen oder sogar führen darf, weil die Voraussetzungen, die geknüpft werden an den Erwerb eines Jagdscheines oder auch einer Waffenbesitzkarte oder auch der Berechtigung, Waffen zu führen, sind derart hoch, dass das ein echtes Qualitäts- oder eine Zuverlässigkeitsprüfung ist, die schärfer und anspruchsvoller, ich wüsste nicht, in welchem Bereich noch gemacht wird. Das heißt, wer in Deutschland berechtigt ist, eine Waffe zu besitzen oder zu führen, der gehört wohl mit überwiegend zu den zuverlässigsten Personen, die diese Republik hat. Und immer dann, wenn irgendwelche Terroristen irgendwelche Anschläge begehen, dann wird das instrumentalisiert, um dann diese zuverlässigen Menschen noch weiter zu regulieren. Man weiß auch, dass diese Regulierung Erfolg haben wird, denn diese Menschen halten sich ja bekanntlich an Gesetze. Diejenigen, die es treffen soll, die halten sich bekanntermaßen nicht an Gesetze. Die große Initiative in Brüssel hatten wir nach dem Anschlag, ich glaube, der Anschlag war nach dem Bataclan-Attentat, nach dem Massaker, was dort geherrscht hat. Da wurde sofort der Ruf laut, jetzt müssen wir die Waffen verbieten. Also wenn der Islamismus in seiner besondersten Brutalität zuschlägt, dann werden jetzt die deutschen legalen Waffenbesitzer reglementiert. Ich würde dem das Wort reden, ich würde das unterstützen, ich würde das fordern, wenn ich auch nur denken würde, dass ein Todesopfer dadurch gerettet werden könnte und nicht Opfer eines Anschlags werden würde. Aber das kann man wohl ausschließen, dass das damit zu tun hat, denn diese Menschen lassen sich durch die deutschen Waffengesetze sicherlich nicht davon abhalten, illegale Waffen sich zu besorgen und Anschläge zu begehen. Außerdem wissen wir, dass immer mehr oder auf jeden Fall sehr viele Anschläge verübt werden, nicht durch Schusswaffen, sondern
durch Stichwaffen, durch Schlagwerkzeuge und neuerdings auch ganz in Mode das Pkw. Der Pkw oder der Kleinlastwagen oder eben auch der Lkw, mit dem man dann in Menschenmengen hineinfährt. Der letzte Anschlag, den wir hatten, und hier sage ich auch etwas in eigener Sache, war kein islamistischer Anschlag, nämlich der in Münster. Es gibt jetzt andere Täter, die auch mit PKWs in Menschengruppen fahren. Ich habe mich am vergangenen Samstag, als es passierte, vorschnell und falsch zu diesem Thema geäußert. Das sollte man nicht tun, auch das habe ich gesagt, das werde ich sicherlich auch nie wieder machen. Ich glaube, ich habe das gedacht, was alle gedacht haben, aber man soll es nicht äußern, wie es nicht bestätigt ist. Denn es gibt auch andere Täter, die solche Taten begehen, muss man jetzt sagen, das ist jetzt auch schon mehrfach erfolgt. Und deswegen sollte man keinen falschen Verdacht äußern. Ich bekenne also einen Fehler gemacht zu haben und wünschte, ich würde nie welche machen. Aber ja. Ich verziehe. Aber. Das wird nicht auf jeden Fall wieder vorkommen. Man kann offensichtlich mit dem Verbieten der Waffen, mit dem Reglementieren der Waffen und dann eben auch der Autos oder der Messer dieser Sachen nicht Herr werden. Wir wissen, dass nach dem Anschlag in Hamburg Barmbek, als ein auch Islamist ein Messer sich aus der Auslage nahm, bei Edeka, glaube ich, einen Anschlag verübte, Edeka dann die Messer aus der Auslage entfernt hat. Ich glaube, das ist naiv zu glauben, auf diese Art und Weise könnten wir diese Angriffe in den Griff bekommen. Das ist einfach absurd. Da müssten wir auch die Autos verbieten und uns eigentlich nur noch in geschlossenen Räumen aufhalten und das auch nur noch mit Leuten, die wir kennen. Das ist also alles Unfug. In meinen Augen ist die Regulierung der Jäger und Sportschützen und Waffensammler ein Ablenkungsmanöver für die eigentlichen Probleme. Wir sollten die Grenzen kontrollieren, die Gefährder festsetzen, ihnen kein Asyl geben, sondern sie abschieben. Wir sollten Gewaltverbrechen konsequent bestrafen. Wir sollten Kriminelle einsperren und wenn es Ausländer sind, abschieben. Und wir haben eine Polizei, die überfordert ist in bestimmten Bereichen und schlecht ausgestattet. Sie ist überfordert, nicht weil sie nicht qualifiziert ist, sondern weil einfach die Aufgaben, die man ihnen überantwortet, zu groß und zu viele geworden sind. Wir wissen, dass in Berlin auf jeden Fall die Polizei artikuliert hat, zur Kenntnis gegeben hat, das, was wir hier zusätzlich jetzt an Gefährderüberwachung machen müssen, das können wir nicht leisten, weil es einfach zu viele sind. Einfach nur so zur Kenntnis. Fazit, dass der legale private Waffenbesitz hat mit der angespannten Sicherheitslage, die wir haben, nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Sie ist das Ergebnis der Sicherheitslage, beziehungsweise die Sicherheitslage ist die Ursache dafür und die Grundlage ist die verfehlte Einwanderungs-, Asyl- und Innenpolitik und dafür sollen jetzt die Waffenbesitzer zu Sündenböcken gemacht werden. Wir als AfD sagen ganz klar Schluss mit diesen Ablenkungsmanövern, dann machen wir nicht mit, lasst die Jäger und Sportschützen in Ruhe und geht endlich die Probleme bei der Einwanderung und der Sicherung der Grenzen an. Und das mit dieser Frage. Jäger und Sportschützen als Sündenböck. Das ist das eine Thema, was damit korrespondiert. Das zweite trägt bei mir die Überschrift Freiheit oder Sozialismus. Das ist einmal ein Wahlslogan gewesen der CDU. Das ist lange, lange her. Ich glaube, das würden die jetzt nicht mehr plakatieren, weil sie ja, sich von der freiheitlichen Schiene doch deutlich verabschiedet haben und nicht mehr die Vertreter einer freiheitlichen Grundhaltung sind, auch nicht die CDU, die FDP schon gleich gar nicht. Der private Waffenbesitz ist der Politik insgesamt ein Dorn im Auge, genauso wie auch, das ist ein anderes Thema, aber gleichwohl immer mehr der Individualverkehr. Stichwort Kampf dem Diesel, Kampf dem Verbrennungsmotor, Kampf der Automobilindustrie. In die gleiche Kategorie gehört, und das läuft unter der Kategorie Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Das sind die Oberbegriffe und das Waffenrecht gehört
dort hinzu. Andere Themen, die unter das gleiche Kapitel fallen, sind Dinge wie Homeschooling beispielsweise. Darüber kann man mindestens mal diskutieren. Das ist bei uns emotionsfrei kaum möglich, dass man sagt, gibt den Eltern die Verantwortung. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Bildungspflicht. Kinder müssen gebildet werden. Aber wer muss das machen? Wer sorgt dafür? Ich persönlich, das ist nicht Parteilinie, das haben wir noch nicht beschlossen. Ich persönlich wäre dafür, das zu legalisieren, wie das in der Hälfte aller europäischen Staaten auch zulässig ist. In Belgien gibt es das, in Norwegen, in der Schweiz. Also es gibt sozusagen anerkannte Demokratien, in denen Homeschooling normal ist. Die Verantwortung, die Selbstverantwortung für die Kinder bei den Eltern unter staatlicher Prüfung, dass dann die Kinder nicht vor die Glotze abgelegt werden und die Eltern dann kiffen gehen. Ja? Was man gemeinhin oder nicht kiffen, sondern wahrscheinlich andere Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder so. Also das, ich bin bei dem Oberthema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Unabhängigkeit, fern des staatlichen Einflusses. Keine Waffen besitzen ist das eine. Homeschooling auf jeden Fall in der Art verteufeln, wie es bei uns getan wird, kommt in die gleiche Kategorie. Der Kampf gegen private Krankenkassen, also die Idee, dass sich privat versichern, gehört da rein. Kleine und Selbstständige und Freiberufler werden drangsaliert. Das freie Internet ist nicht mehr so frei, wie es eigentlich sein sollte. Die Erziehung außerhalb von Krippen und Kindergärten gehört auch in diese Kategorie, dass man mit der Verbindung Elternrecht, Kinderrecht in Verbindung bringen kann. Auch hier geht es darum, dass der Staat insgesamt und eben nicht nur im Bereich Waffen, überall woanders auch, das Freiheitsdenken nicht mehr denkt und diese Rechte in der Breite beschränken will. Das ist ein kleiner Exkurs zum Thema, wenn Sie das Wort Kinderrechte jetzt hören, dann klingt das gut, das klingt natürlich toll, Kinder brauchen Rechte, Kinder haben Rechte, die werden ausgeübt von ihren Eltern. Wenn wir jetzt extra Kinderrechte einfordern, die Kindern als Kindern gewährt, dann ist Adressat dieser Kinderrechte sind die Eltern, damit die Kinder gegen ihre Eltern ihre Interessen durchsetzen können, die wiederum der Staat dann definiert, was ist gut für das Kind. Und deswegen ganz große Obacht vor Kinderrechten. Alles unter dem Blickwinkel Eigenverantwortung, Unabhängigkeit der Eltern hier im Blick auf die Erziehung ihrer Kinder. Das sind alles Themen, die gehören zusammen in einem sozialistischen Obrigkeitsstaat. Und der wollen wir nicht sein. Wir sind nicht auf der Schiene unterwegs, den Bürger zu entmündigen und zu bevormunden, ihn zu enteignen oder ideologisch zu indoktrinieren. Und deswegen gehört die ganze Debatte über den privaten Waffenbesitz in eine Reihe mit dem NetzDG, der Zensur der Meinungsfreiheit im Internet. Ich möchte Ihnen gerne anempfehlen, bei YouTube mal das Stichwort Zuckerberg und Anhörung Kongress einzugeben. Wenn Sie einige nicken, als hätten Sie das schon gesehen, Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, ist im amerikanischen Repräsentantenhaus bzw. im Senat angehört worden über die Datenskandal, den Facebook da verursacht hat, aber eben auch über die Freiheit des Internet, der Internetplattform, seiner Internetplattform Facebook. Und was er dort gesagt hat, ist so klar gewesen, dass man es wirklich nicht missverstehen kann. Und er hat auf die Frage, warum eigentlich nur rechte Seiten, konservative Seiten, Donald Trump Seiten, katholische Seiten, liberale Seiten gesperrt, zensiert, drangsaliert, gelöscht werden und nie die von Demokraten, von Planned Parenthood, von Feministen und so weiter. Auf die Frage hat er in der Kürze gesagt, es gibt 25.000 bis 30.000 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, außer Inhalte bei Facebook zu löschen. Und Silicon Valley, wo die Firma sitzt und dann wohl auch die meisten der Löschsoldaten, sei eben ein sehr linkes Pflaster. Und deswegen löschen die Linken die anderen Inhalte. Fand ich
Fand ich gut, dass er das schon gesagt hat. Dann ist das jetzt auch mal geklärt. Freiheit im Internet ist für einen sozialistischen Obrigkeitsstaat, und ich sage nicht, dass wir ein sozialistischer Obrigkeitsstaat sind, aber die Tendenz der Einflussnahme und der Indoktrinierung und so weiter und der Regulierung durch die Obrigkeit, das haben wir sehr wohl, geht eben einher mit Zensur im Internet, Bargeldverbot, großes Thema, das in die gleiche Gruppe gehört, der Kampf gegen den Diesel, das habe ich schon gesagt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geht auch in die gleiche Richtung. Man möchte, dass die Grundrechte zwischen Privaten gelten. Normalerweise, haben wir Juristen hier unter uns, jeder, der Jura studiert hat, Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, lernen wir, glaube ich, im ersten Semester öffentliches Recht. Und der Staat, also nicht das Gleichbehandlungsgebot, Artikel 3 des Grundgesetzes, das gilt im Verhältnis Bürger zum Staat. Der Staat hat den Anspruch gegen den Bürger, dass der Staat alle Bürger gleich behandelt. Ist ja irgendwie logisch. Was man jetzt macht, man dreht das um und sagt, jetzt muss auch der Bürger jeden Bürger gleich behandeln, also im gleichgeordneten Verhältnis. Man dreht das einfach um. Das, was der Staat mit dem Bürger machen muss, so müssen sich jetzt die Bürger auch begegnen. Und das bedeutet, sie dürfen ihren Vertragspartner nicht mehr frei aussuchen, weil sie dann ja den anderen, den sie nicht einen Vertrag anbieten, diskriminieren. Diese ganze Denke ist eine antifreiheitliche, eine gegen die Freiheit gerichtete und wenn Sie so wollen, der Ausdruck der größten Freiheit ist das Recht, Waffen tragen zu dürfen. Ja, und alle anderen Rechte kommen danach, aber der schärfste Ausdruck, wenn Sie so wollen, ist das Recht, Waffen tragen zu dürfen. Aber Sie dürfen bei uns nicht mehr Verträge freischließen, deswegen dürfen Sie dann auch irgendwann Waffen nicht mehr tragen. Kindergartenpflicht ist das nächste, was in diese Kategorie gehört. Die wachsenden Steuerlasten sind auch gegen die Freiheit des Bürgers gerichtet. Man will ihm alles Mögliche verbieten und man nimmt ihm immer mehr Geld auch ab, sodass er immer weniger frei entscheiden kann, was er tun möchte mit seinem Einkommen. Auch das als kleinen Einschub. Die Steuerlasten in der Bundesrepublik Deutschland, das ist also das Geld, was man uns aus den Taschen zieht als Steuern. Die Steuerbelastung ist in den letzten Jahren gestiegen. Ich glaube, das ist den wenigsten Menschen so klar, wie ich das jetzt versuche klarzumachen. Seit 2002, also in den letzten 16 Jahren, sind die Staatseinnahmen der Bundesrepublik Deutschland, umschätzen Sie mal, wie viel Prozent gestiegen? In den letzten 16 Jahren. Überlegen Sie mal, wie Ihr Einkommen sozusagen gestiegen ist. Haben Sie den Eindruck, in den letzten 16 Jahren? Deutsche Staatseinnahmen sind seit 2002 um 60% angestiegen. 52 jetzt ist es auch geschätzt. Bund, Länder und Gemeinden insgesamt 60% hat man uns mehr aus den Taschen geholt, holt man uns jetzt mehr aus den Taschen als seinerzeit. Zwischen 2011 und 2016, das ist jetzt die letzte Zahl, die ich hier habe, das muss ich mal aktualisieren, 2011 und 2016, sagen wir, das sind die letzten 5 Jahre gewesen, sind es immerhin 23% mehr. 23% und Länder und Gemeinden. Was man uns mehr, wenn man jeder Steuereuro, der uns aus der Tasche genommen wird, ist ein Eingriff in unser Freiheitsrecht, wenn Sie so wollen, über unser Einkommen frei zu verfügen. Die Einnahmen des Bundes, nur des Bundes, also nicht Bund, Länder und Gemeinden, sondern nur des Bundes sind in den letzten 5 Jahren, also von 2011 bis 2016, immerhin um 16,5% gestiegen. Also das sind alles Anzeichen, da können Sie in Zahlen ablesen, wie in unsere Freiheit eingegriffen wird. Dann gibt es natürlich Dinge, die keine unmittelbaren Steuer sind, wenn Sie nämlich wenn die Energiewende bezahlen und die EEG-Umlage bezahlen müssen. Dort sind bis 2016 150 Milliarden Euro aus unseren Taschen umverteilt worden. Das Geld ist ja nie weg, sondern immer nur bei anderen. Das ist jetzt bei den Leuten, die in diese wunderschönen, herrlichen Windparks investieren, die ich auf der Fahrt hierher auch schon bewundert habe. Und es gibt hier demnächst einen weiteren wunderbaren
in dieser wunderbaren Gegend, die im Moment gerade noch schön aussieht, aber dann auch nicht mehr. Ein weiteres Beispiel für den Eingriff in unsere Freiheit und zum Thema GEZ sage ich jetzt nichts. Legaler, privater Waffenbesitz, und das ist mein Fazit zu dem Oberthema Freiheit und Sozialismus, also nicht Freiheit und, sondern Freiheit oder. Legaler, privater Waffenbesitz ist ein Freiheitsthema. Und die Sozialisten aller Parteien, von den Linken über die Grünen, über die CDU, CSU und FDP und auch die SPD, da sitzen nämlich überall Sozialisten, die bekämpfen den privaten Waffenbesitz, weil sie den freiheitlich mündigen Bürger so nicht sehen und so nicht haben wollen. Und an der Stelle sagt die AfD ganz klar, dieses Thema ist eine Freiheitsfrage und die AfD steht für den mündigen Bürger und deswegen an der Seite derjenigen, die, der Sportschützen, der Jäger und der privaten Waffen. Dann gibt es einen dritten Oberpunkt, den man an dieser Stelle machen kann. Und das ist ein politischer, der einen ein bisschen schon auch, sagen wir mal, empören kann. Diese ganzen linken Ideologen misstrauen den Inländern. Sie misstrauen dem freien Bürger und vor allen Dingen den eigenen Bürgern. Ganz im Gegensatz zu den ganz fremden Bürgern bzw. Menschen, die zu uns kommen. Sie glauben nicht, dass die steuerzahlenden Deutschen mit ausgewiesener Zuverlässigkeit, weil berechtigt zum Waffentragen, verantwortungsvoll mit Schusswaffen umgehen können. Aber gleichzeitig haben sie ein unbegrenztes Vertrauen in Millionen von Menschen, von denen sie weder wissen, wo sie herkommen, also ganz grob weiß man vielleicht, sie kommen irgendwo so aus dem Süden, Osten, viel aus dem Süden. Da haben wir ein unbeschränktes Vertrauen, dass die bereit sind, sich integrieren zu wollen und zu können. Wir überprüfen keine Personalien, wir stellen keine unangenehmen Fragen. Wir stellen die Fragen zum Teil auch nur schriftlich. Und wenn Sie ankreuzen, ich bin Syrer, dann werden Sie, und ich habe meinen Pass verloren, dann dürfen Sie kommen. Weitere Fragen stellen wir nicht, wenn ich das verkürzt darstelle, aber in der Sache nicht völlig falsch. Das heißt, die Menschen, die schon maximal kontrolliert sind, die ausgewiesen zuverlässig sind, die werden auch maximal weiter reguliert. Bei den Inländern, bei denen, die zu uns kommen, hat man eben das Gefühl, da geht, das ist alles in Ordnung. Bei denen funktioniert das vielleicht mit der Kontrolle auch nicht so gut, deswegen kontrollieren wir lieber gar nicht und vertrauen deren Erklärung, dass sie gerne bei uns leben wollen und sich hier auch einbringen wollen in die Gesellschaft, so sie das überhaupt sagen. Ich glaube, das sagen die nicht mal. Also das heißt, wenn man so will, in dem Verhältnis ist das schon ein bisschen absurd, wie unterschiedlich da gewichtet wird. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, die Sportschützen oder die Waffenträger werden sehr viel stärker kontrolliert als die Moscheen. Und wir wissen, dass, und das wissen wir, das ist jetzt keine AfD-Propaganda, sondern ein anerkannter Journalist des ZDF hat ein viel beachtetes Buch geschrieben, nachdem er über Monate Moscheen in Deutschland besucht hat. Und er spricht Arabisch und konnte also die Prediger verstehen und hören. Und das zusammenfassende Resümee seiner Besuche in deutschen Moscheen, ausdrücklicherweise gemäßigte Moscheen, also keine radikalen, sondern die, die als gemäßigt galten, sein Resümee war, in allen Moscheen wird gegen uns gehetzt, wird aufgestachelt, wird quasi zum Krieg gegen uns aufgerufen und wird radikalisiert. Das sagt nicht die AfD, das sagt ein immer noch weiter anerkannter Journalist des ZDF in einem Buch. Und er schreibt in diesem Buch,
ein Verfassungsschutzexperte habe ihm gesagt, und das nehme ich so, wie er es gesagt hat, nahezu wörtlich zitiert, wenn wir ernst nehmen würden, so der Verfassungsschutzexperte, wenn wir ernst nehmen würden, was in diesen Moscheen gepredigt und gesagt wird und an Informationen ausliegt, dann müssten wir alle Moscheen in Deutschland vom Verfassungsschutz überwachen. An der Stelle sage ich immer, dann mach das doch bitte. Ja? Dann mach das, denn von dort geht die Gefahr aus, nicht von den deutschen Jägern und Sportschützen, sondern die Gefahr, die wächst dort heran, und deswegen sollten sie sich darauf konzentrieren. Aber das tut der Staat nicht, er versagt an dieser Stelle vollständig, und er hat auch vollständig versagt in dem Fall Anis Amri, der, wie Sie alle wissen, den größten islamischen Terroranschlag verübt hat, den Deutschland bislang erlebt hat. Das haben wir gesehen, und auch hier sehen wir, dass die Problematik an einer anderen Stelle eher begründet liegt als bei den deutschen Jägern und Sammlern, hätte ich beinahe gesagt. Das Fazit: Der Staat misstraut seinen eigenen Bürgern sehr viel mehr, und er gibt völlig fremden Personen aus anderen Ländern einen völligen Freiraum. Auch die bekannten Gefährder werden nicht inhaftiert, weil man dann ja in ihre Freiheitsrechte eingreifen würde. Wir wissen zwar, dass sie zum Teil Anschläge schon angekündigt haben, so auch die beiden oder die 6 Personen, mindestens 2 von den 6, die am Sonntag des Halbmarathons in Berlin letzte Woche verhaftet wurden, und auch die hatten Anschläge bereits angekündigt. Die haben dann wohl die Halbmarathonstrecke von Berlin in der Nacht vor dem Halbmarathon irgendwie abgefahren oder die Strecke ausgekundschaftet. Sie haben sich, wie die Polizei gesagt hat, verdächtig verhalten, und sie hatten angekündigt, Anschläge zu verüben. Und daraufhin hat dann am Sonntag die Polizei 6 Personen verhaftet. Man hat sie dann allerdings wieder auf freien Fuß gelassen, weil man in deren Wohnung, kurz gesagt, keine Waffen gefunden hat und keine Bekennervideos, also so vorab produziertes Bekennen zu dem gleich zu verübenden Anschlag. Insofern konnte man nicht feststellen, dass da eine ganz konkrete Gefahr war, und deswegen musste man sie wieder vorlaufen lassen, wegen der Freiheitsrechte der Gefährder. Die sind nämlich sehr wichtig, diese Freiheitsrechte dieser Person. Da darf man möglichst wenig eingreifen. Das darf man nur bei denen, immer wieder das Gleiche, bei denen, die sehr gesetzestreu sich verhalten. Da ist man sehr viel weniger rigoros. Das kann irgendwie alles ganz und gar nicht sein. AfD sagt, Schluss mit der Inländerdiskriminierung an dieser Stelle. Wir dürfen nicht aus der falsch verstandenen Political Correctness da kontrollieren, wo die Probleme nicht sind, sondern wir müssen da kontrollieren, wo die Probleme sind, und wir wissen, wo sie sind. Das war schon immer so, und deswegen haben wir im Jahr 2015 auf unserem vorletzten Parteitag in Hannover eine Resolution verabschiedet, die ich seinerzeit eingebracht habe. Das sage ich natürlich an dieser Stelle nicht ohne Stolz. Eine Resolution der Stolz daher, weil wir ich weiß nicht, ob wir das jemals auf dem Parteitag schon hatten, aber hier kann ich mich erinnern, diese Resolution wurde verabschiedet einstimmig, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimmen. Also sogar ohne Enthaltung. Ja? Das heißt, dahinter stand und steht die Partei, wie, ich weiß nicht, ob wir eine andere Forderung haben, die sogar ohne Enthaltung verabschiedet worden ist. Und die mag ich Ihnen gerne einmal vorlesen aus dem Jahr 2015. Die lautet: Ein liberales Waffenrecht für einen Staat, der seinen Bürgern vertraut. Die AfD verurteilt das Vorhaben der EU-Kommission, den schrecklichen Terroranschlag in Paris für eine weitere Verschärfung des Waffenrechts politisch auszuschlachten. Ein liberaler Rechtsstaat muss seinen Bürgern vertrauen. Er muss es nicht nur ertragen können, dass Bürger legal Waffen erwerben und besitzen, sondern muss die Handlungsfreiheit seiner Bürger bewahren und freiheitsbeschränkende Eingriffe minimieren. Die EU-Kommission hat am 18. November 2015 ein Maßnahmenpaket vorgelegt, um unter anderem die Feuerwaffenrichtlinie zu verschärfen, gerade einmal 5 Tage nach den verheerenden Verbrechen in Paris
nutzt die Kommission das durch den Terror hervorgerufene Klima der Angst, um das Bürgerrecht auf Besitz und Nutzung einer legalen Waffe einzuschränken. Betroffen von der Verschärfung eines ohnehin schon restriktiven Waffenrechts sind breite Bevölkerungsschichten, Sportschützen, Jäger und Waffensammler. Dabei sticht heraus, dass die Anschläge in Paris mit bereits nach geltendem Recht illegalen automatischen Waffen und illegalem Sprengstoff durchgeführt worden sind. Die AfD widersetzt sich dem Versuch, den Terror als Vorwand für eine Ausweitung der politischen Kompetenzen der EU und zur Einschränkung von Bürgerrechten zu nutzen. Die Verschärfung des Waffenrechts wird nicht verhindern, dass Terroristen und andere Verbrecher illegal Waffen erwerben, handeln und nutzen. Die Verschärfung des Waffenrechts wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat. Wir können das auch als einen einzigen Satz zusammenfassen, der in unserem Grundsatzprogramm steht, und der lautet: Wir sind Bürger, wir sind keine Untertanen. Das ist eines der Themen, die wir, wie Sie sehen, schon länger auf dem Radar haben. Aber wir haben natürlich noch eine ganze Menge weiterer Themen, wenn Sie so wollen, im Angebot. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle ein bisschen berichten aus den ersten Monaten im Deutschen Bundestag, wo natürlich dieses Thema noch nicht relevant gewesen ist, aber viele weitere schon. Das Thema Waffenrecht ist deswegen interessant, weil es das Thema Freiheitsrechte so greifbar macht und so klar aufzeigt, wo wir dort stehen. Aber es ist natürlich nur ein, wenn Sie so wollen, kleines Licht, was man oder ein kleiner Bereich, gefühlt ein kleiner Bereich. Es gibt so viele andere, ganz andere Themen noch, die relevant geworden sind, wieder in der Debatte des Deutschen Bundestages. Und das ist das Tolle, was wir jetzt dort erleben müssen, und oder nicht müssen, sondern dürfen. Deswegen ist das ein Privileg, dort sitzen zu dürfen. Das sage ich mit Dank an alle Wahlkämpfer, die in einem großen Akt es geschafft haben, die AfD dorthin zu bringen, wo sie ist, sodass wir jetzt im Deutschen Bundestag die Themen auch bringen können, die so dringend erforderlich sind. Es gibt eine Bandbreite von Themen, die dort jetzt endlich zur Sprache kommen und wo wir im Herzen der Republik, wenn Sie so wollen, jetzt erleben, wie viel Schwung mindestens mal in den Laden hineinkommt, wie emotional Debatten jetzt wieder geführt werden, wie ungewohnt den anderen Abgeordneten das ist, dass da jetzt wieder diskutiert wird, das sind die nämlich gar nicht mehr gewohnt. Man hat sich so ein bisschen so mit Wattebäuschen beworfen. Ich sage immer so, die früheren Debatten liefen ungefähr so ab: Wir wollen Geld für Bildung ausgeben. Und dann haben die alle gesagt: Aber wir wollen mehr Geld für Bildung ausgeben. Und der Dritte hat dann gesagt: Und wir wollen noch mehr Geld für Bildung ausgeben. Und darüber hat man sich dann gestritten. So, und jetzt gibt es Grundsatzdebatten. Man muss nicht zu dem gleichen Ergebnis kommen, das sage ich nochmal. Man kann der Meinung sein, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Wir wollen eine Regierung, die dann irgendwo sitzt, vielleicht in Brüssel oder in Straßburg oder keine Ahnung wo, irgendwo anders, Luxemburg oder egal, irgendwo anders, und wo die Regierung dann eine Sprache spricht, die wir nicht verstehen, wo wir dann einen Dolmetscher brauchen, um die Verwaltung zu verstehen oder unseren Kanzler oder Präsidenten oder was. Der Meinung kann man sein. Fair enough. Wir sind nicht dabei. Und es tut unglaublich gut, dass man das jetzt wieder im Deutschen Bundestag hört, sage ich mal so. Und da sind die anderen vollkommen erschüttert. Gegen die Vereinigten Staaten von Europa hat überhaupt noch nie einer im Deutschen Bundestag die Stimme erhoben. Und jetzt haben wir das. Und wir haben natürlich auch gute Beispiele in Europa. Ich schaue sie an, weil sie aus Ungarn kommen. Herr Orban ist für uns sozusagen Ermutigung in dieser Hinsicht. Ich sage immer, ich kenne Herrn Orbans Innenpolitik nicht in allen Bereichen. Ich mache mich nicht mit allem gemein und ich will das auch gar nicht. Aber in der Hinsicht, den Schutz der Kultur seines Landes und der Interessen seiner Bürger, finde ich ihn vorbildlich. Genau.
Deutschen Bundestag auszusprechen, macht richtig Freude, wenn man ein bisschen ein dickes Fell hat. Aber ich weiß nicht, ob es bei uns irgendjemanden gibt, der kein dickes Fell hat, weil dann wäre er ja längst schon umgefallen. Insofern sind das schöne Momente. Wir sehen also, dass es in anderen Ländern Erfolge auch gibt. Das motiviert. Wir schauen nach Ungarn, wir schauen nach Polen, wir schauen, muss man sagen, hauptsächlich in die osteuropäischen Länder, die sagen, wir wollen dieses, was ihr da gerade macht, nicht. Und das ist bei uns in Deutschland überwiegend ausgeprägt in Ostdeutschland, muss man sagen. Da ist auch der Widerstand sehr viel stärker als in Westdeutschland. Das hat andere Ursachen, will ich so meinen. In Ungarn und in Polen, vor allen Dingen in Polen, ist das der sehr starke katholische Glaube. Die glauben an ihre Kirche, an unseren Gott, sage ich, als Christ. Und die sind sich darum bewusst, dass sie das bewahren wollen. In Ostdeutschland ist natürlich der katholische Glaube, der Glaube an sich, nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber da hat man da verteidigt man gleichwohl das christliche Kulturabendland sozusagen. Weniger den Glauben als die Kultur. Man hat dort irgendwie über den Bauch, mehr als vielleicht das theoretisiert erfasst zu haben, aber dieses vollkommen zutreffende Gefühl, dass hier sich gerade etwas verändert, was die nicht wollen, und dagegen stellen sie sich. Und im Osten Deutschlands hat man schon einmal erlebt, dass man erzählt hat, nein, das geht immer so weiter und immer so weiter und das funktioniert alles wunderbar. Ihr habt zwar den Eindruck, dass dieses ganze System gerade zerbricht und zerfällt und dass hier irgendwie nur Mangel ist, aber wir sagen euch, das geht immer so weiter und immer so weiter. Und dann sind sie morgens aufgewacht und dann war plötzlich alles weg. Und diese Erfahrung haben wir im Westen Deutschlands nicht gemacht. Also wir auf jeden Fall, die wir hier alle sitzen. Das ist der Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten. Und weil die diese Erfahrung schon mal gemacht haben, mit Blick auf den Zusammenbruch des gesamten Systems, sind die so viel wacher. Und im Übrigen haben die auch schon sehr viel Erfahrung gemacht mit, das darfst du aber in der Schule nicht sagen. Und diese Erfahrung machen wir jetzt auch, dass viele ihren Kindern sagen, so wie wir, was wir jetzt hier zu Hause sprechen, nicht in der Schule. Lass dir nichts anmerken. Ja, in allen möglichen Bereichen wissen sie, dass das so ist. Und da sagen unsere Ossis auch, das kennen wir schon. Dagegen sind wir auf die Straße gegangen. Das wollen wir nicht mehr. Und deswegen sind wir im Osten so viel weiter als hier im Westen, weil hier noch eine ganze Menge Schnarchnasen so glauben, dass es immer so weitergeht. Und naja, man muss ja auch nicht immer alles sagen. Ja? Solange sie meinen Nachbarn nicht haben. Also solange sie nur meinen Nachbarn haben, sage ich. Ja, so. Also das heißt, wir haben diese Stimmung aber immerhin jetzt in den Bundestag hineingetragen und da entwickelt sich etwas, das gut und wichtig für die Demokratie ist. Und wenn es erstmal nur wieder die Debatte ist, die ja tot war, die Debatte ist jetzt wieder da, sie ist anstrengend, muss man sagen, sie ist anstrengend. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, die Christen in der AfD haben sich getroffen in Wiesbaden. Und das war in einem Konferenzhotel der katholischen Kirche, wie auch immer assoziiert. Und da sind lauter christliche Gruppen, die da so Konferenzsäle mieten und dann da ihre Tagung machen. Und so war da eine Gruppe. Und da bin ich richtig verbal attackiert worden. Da stellte sich dann plötzlich einer so nah vor mich, der hatte eine sehr feuchte Aussprache, sehr unangenehm, um mir zu sagen, mit so einem großen Kreuz um den Hals, was wir für sie in diesem Haus und überhaupt und Nazi und so. Und da ist man immer geneigt zu sagen, also okay, einmal ausatmen, Nazi steht für die industrielle Ermordung von 6 Millionen Juden. Dafür steht Nazi. Nicht für, hat eine andere Meinung als ich, sondern für den industriell betriebenen Massenmord an Juden. Wenn man uns damit auf eine Stufe stellt, dann muss ich sagen, die Bildungspolitik ist echt im Eimer. Ja. Und zweitens ist das eine, ist dieser Vorwurf Nazi, ist ja offensichtlich, also, ja,
6 Millionen Leute haben uns gewählt und die Umfragen sehen uns jetzt irgendwie bei, ich weiß nicht was, 8 oder 9 Millionen Wählern. Mit dieser harten Vokabel, das ist Verharmlosung dessen, was dort passiert ist. Das ist einfach Bagatellisierung eines industriellen Massenmordes. Und das ist furchtbar. Es ist gut, dass diese Punkte, unabhängig von diesem Thema, dass wir jetzt diese Debatte in dem Deutschen Bundestag zurückhaben. Sie sehen ja jetzt, wir haben jetzt einen Heimatminister. Ja. Sie sehen, dass Frau Roth war das, oder Frau Künast, also eine von diesen Galionsfiguren, die haben irgendwann mal einen Tweet abgesetzt. Da kam in einer Nachricht dreimal, bei den Grünen, dreimal das Wort Heimat vor. In einem Satz. Ja? Also, da passiert was in diesem Land. Ja? Da passiert was in diesem Land. Das ist tatsächlich wichtig, weil wir eben nicht nur bei dem Bereich innere Sicherheit und Migration und Co. Ein Problem haben. Ich sage das immer in aller Ernsthaftigkeit, in meinen Augen ist dieses Thema, das Thema Nummer eins, nicht das Thema Migration, sondern das Thema Islam. Wir sind in der Lage, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen Polen und Ungarn hier zu integrieren. Ja? Und mit Chinesen und Vietnamesen haben wir auch keine Probleme. Aber wir haben ein Problem mit dem Islam, der in seinen meisten Auslegungsformen einen politischen Herrschaftsanspruch hat. Wir haben kein Problem mit katholischen Polen, ja? Mit Ausländern, wenn Sie so wollen. Wir haben ein Problem mit dem Islam, der mit unserer Kultur, so wie er meistens ausgelegt wird, nicht kompatibel ist, mit unserem Recht nicht und mit unseren Werten nicht. Und wenn wir dort in die falsche Richtung gehen, ich sage das immer weiter so, wir leben in der Neuzeit, wenn wir mit der Steinzeit Kompromisse machen, dann landen wir im Mittelalter. Und dann sind wir ganz woanders. Und dann haben wir auch die Probleme. Dann haben wir auch die Probleme des Mittelalters hier und da brauchen wir uns über Dinge wie Gender-Gedöns und Euro und Klima und brauchen wir uns dann auch keine Gedanken mehr zu machen, weil wir dann im Mittelalter sind, ja? Im Mittelalter unter islamischer Hoheit, das ist dann einfach was ganz anderes. Deswegen ist das Thema so unendlich wichtig, das Thema Islam. Aber natürlich gibt es parallel auch noch eine ganze andere Themen, die wir debattieren müssen und das tun wir mit großer Leidenschaft. Wir haben jetzt mit sehr großer Leidenschaft das Thema Diesel in den Bundestag wenigstens kurz gesprochen. Wir haben über die Themen, wir werden über die Themen Familie dort nochmal gezielt sprechen. Ich denke, das kommt dann kurz vor der bayerischen Landtagswahl. Ja, es macht ja schon auch immer Spaß, muss ich zugeben, wenn man so ein bisschen ärgern kann. Ja? Also das macht schon auch Spaß, also zu sehen, wie die anderen sich dann winden müssen, da um unsere Anträge nicht zuzustimmen. Und da gibt es so Momente, die man dann auch, die nehme ich auch mit in alles Weitere, die Momente im Plenum, wo man merkt, jetzt haben wir sie. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu messen. Der beste Moment ist es, wenn es im ganzen Plenum ganz leise, da hören Sie plötzlich nichts mehr. Weil vorne von uns einer steht und in aller Ruhe, ohne Geschrei und ohne Provokation, einfach nur ganz ruhig sagt, was ist. Und dann wird es ganz, ganz ruhig, dann gibt es nicht dieses Ersatzgeschrei und diese gespielte Empörung, er hat dieses oder jenes Wort benutzt, sondern dann wird es einfach ganz leise und dann haben wir die Debatte gewonnen. Das transportiert sich sehr schwierig über Mikrofone und YouTube-Videos. Da transportiert sich natürlich besser eine laute Rede, wo man mal so, und alle gehen mit und schreien Hurra. Aber die Debatte gewinnen tun wir, wenn es ganz leise wird. Und, oder aber, es kann auch mal laut werden, da können wir auch gewinnen, wenn gegen unsere Anträge polemisiert wird. Wenn dann gesagt wird, das ist doch alles Hetze, das ist dann so das ultimative Argument. Und wir hatten einmal diese Situation,
Und das ist das Schöne im Bundestag, man redet in die Gruppe hinein, anders als im Europaparlament, im sogenannten EU-Parlament. Da steht man ja an seinem Platz. Da würde ich jetzt da hinten irgendwo zwischen Ihnen stehen und nach vorne reden. Der Saal im Übrigen wäre leer. Und dann redet man, man redet zum Präsidium, da sitzt dann irgendein Pole oder ein Kroate, hätte ich beinahe gesagt, ein Kroate, haben wir einen kroatischen Vizepräsidenten, wer auch immer, den das überhaupt nicht interessiert, was man da sagt, der ist nur dazu da, zu sagen, so, und jetzt der Nächste bitte, und dann kommt der Nächste. Zeit drücken. Jetzt, genau, die Zeit drücken. Ja. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Parlament ist doch nicht. Aber im Bundestag steht man so wie hier, vor dem nicht ganz so vollen Haus, anderes Thema, und interagiert auch, und da kann man zwischenrufen. Und so rufen wir auch gelegentlich dazwischen. Und vor allen Dingen, wenn dann einer vorne steht und wieder mit seinen kurzen Armen ganz viel mitmacht und sich aufregt, dass das irgendwie doch alles Hetze ist. Wenn die von Hetze sprechen, dann ist es meistens der Hinweis darauf, dass sie in der Sache wieder kein Argument gefunden haben, sondern... Ich habe da mal an einer Stelle eben dazwischen gerufen und habe gesagt, wo konkret, werden Sie mal konkret in dem Antrag, wo wird gehetzt, wo, konkret, wo? Und er hatte den Antrag, unseren Antrag tatsächlich hier beiseite, also vorne am Pult, und hat dann, muss man dann sagen, den Fehler gemacht, tatsächlich zu suchen. Und dann sagt er, naja, so zwischen den Zeilen. Ja, vielen Dank. Also nichts, was wir geschrieben hätten, sondern nur das, was Sie da hineinlesen. Genau. Das ist so das eine. Oder aber Sie kommen mit irgendwelchen formalen Argumenten, aber es macht schon Spaß, das zu sehen. Und wir werden auch noch Anträge stellen. Da werden wir uns die Arbeit ganz einfach machen. Wir werden einfach einen Antrag von dem kopieren. Ja? Irgendein CSU-Antrag, die haben aber vernünftige Anträge gestellt. Ja, dann nehmen wir einfach deren Antrag und reichen den selber wieder ein. Und dann müssen die, und die werden was finden, die spüren. Ja, ja. Das Beste wäre halt, wenn Sie es vorher nicht wissen, dass es Ihr eigener Antrag war. Ja, das ist natürlich aber so läuft das eben, so führt man sich vor. Und wir haben natürlich nicht nur die Plenardebatten um die gesellschaftliche Debatte zu führen und die Demokratie sozusagen wiederzubeleben, sondern auch die parlamentarischen Anfragen, die wir machen können, kleine Anfragen, schriftliche Anfragen an die Bundesregierung. Und da kommen schon auch sehr interessante Sachen raus. Man muss halt nur die richtigen Fragen stellen. Herr Holm hat neulich die Frage gestellt, wie viel Geld, nachdem die Aufregung so groß war, dass Trump da mit Facebook Daten, Werbung gemacht hat und so, wie viel Geld eigentlich die Bundesregierung in Facebook-Werbung gesteckt hat. Die Regierung wohlgemerkt. Ja, ja. Nicht die Parteien im Wahlkampf, sondern die Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat im Wahlkampfjahr 2017 5 Millionen Euro an Facebook bezahlt, um über die Regierungsarbeit zu informieren. Natürlich hat sie keine Werbung. Ja? Sie hat da ganz wahnsinnig viel informiert und das Bedürfnis, die Bürger über die tolle Arbeit der Regierung zu informieren, wächst in Wahljahren erstaunlicherweise immer besonders. Vielleicht, und das als letzten Punkt, über das Wording, wie funktioniert Politik, das Werbeverbot gegen das Werbeverbot für Abtreibung für Ärzte, der Paragraf 219a, den wollte ja die SPD kippen. Es ist Ärzten verboten, für ihre Abtreibungsdienstleistungen zu werben. Und die SPD will das kippen. Und die CDU erstmal nicht, also später werden die das schon zulassen. Aber im Moment sind wir halt da und deswegen können sie das nicht so einfach machen. Und jetzt geht es auch da darum, wie macht man Politik? Nur mit Worten. Also wird man jetzt das Werbeverbot für Abtreibung umbenennen. Man wird es Informationsverbot nennen. Und Sie werden das jetzt immer lauter hören, dass den Ärzten verboten ist, zu informieren. Stichwort, die Regierung macht auch keine Werbung. Ja? Die macht nur Informationen über die tolle Arbeit, die sie gemacht hat. Und die Ärzte wollen auch nur informieren über diese Leistung, die sie
anbieten. Und dann werden wir irgendwann wahrscheinlich den Kompromiss zwischen CDU und SPD haben, dass die CDU sagt, also Werbeverbot, da bleiben wir natürlich ganz stark dabei. Aber die Information ist natürlich zulässig. Ja? Und dann kommt das. Politik wird mit Worten gemacht und Zustimmung erstreitet man auch über Worte, über klug gewählte Worte. Dann wird etwas anderes damit verpackt. Es ist schön, dass wir jetzt im Deutschen Bundestag andere Worte auch hören, andere Themen setzen, dass wir, ich glaube, das Land so tatsächlich voranbringen. Uns geht das alles natürlich nicht schnell genug, weil wir den Eindruck haben, unser Land schwindet uns gerade sozusagen unter den Fingern hinweg oder wie sagt man, es rieselt uns, wie es zerbröselt unter unseren Füßen, wie auch immer. Und es tut uns, es schmerzt uns und wir sind ungeduldig, weil wir es bewahren wollen. Aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg, dies zu tun. Diese Arten von Veranstaltungen gehören unbedingt dazu, weil sie unsere Botschaft in das Land hineintragen, weil sie ihnen auch zeigen, wir sind viele, wir sind dabei, es lohnt sich zu kämpfen. Wir bereiten uns jetzt auf die letzten beiden Landtage vor, die es zu erobern gilt. Deswegen werden wir besonders viel in Hessen und in Bayern in der nächsten Zeit sein, aber überall im Land ist diese Bewegung jetzt da. Es liegt an uns, den Erfolg zu haben. Das heißt, das ist der Appell an uns selber, sage ich jetzt mal, es gut zu machen und uns nicht provozieren zu lassen, möglichst keine Fehler zu machen, klug zu arbeiten, hart zu arbeiten, das Kreuz breit zu machen. Wir werden weiter Prügel kriegen. Man wird uns nicht einfach gewähren lassen. Man muss auch wissen, es geht auch um viele Jobs. Ja? Es geht um sehr, sehr viele Jobs, die andere jetzt verlieren, weil wir jetzt da sind. Das soll uns alles nicht umhauen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir kämpfen für unsere Inhalte, wir kämpfen für dieses Land. Wir sind keine Bürger. Wir sind Bürger und keine Untertanen, das habe ich vorhin gesagt. Und wenn wir mit dem Motto weiter agieren, dann werden wir hier den Landtag erobern, in Bayern den Landtag erobern und ich denke 2019 in Sachsen die erste Regierung stellen. Vielen Dank. Ja, liebe Frau von Storch, herzlichen Dank. Ich denke, es ist sehr schön, sehr deutlich geworden, dass wir die Partei sind, die den Bürgern eine Stimme gibt. Wir stehen dafür ein, für den selbstbewussten, für den freien Bürger, aber auch für den sicheren Bürger. Und wir sprechen das an, was draußen in dem Land schiefläuft. Und deswegen werden wir auch nicht demokratisch bekämpft, sondern hintenherum bekämpft. Es werden uns Knüppel zwischen die Beine geworfen, wo es nur geht. Aber warum, das dürfte während dieses Vortrages gerade sehr deutlich geworden sein. Frau von Storch, es geht natürlich niemand hier aus Nordhessen weg ohne unser Sternzeichen, die gute Ahle Wurst. Mit einem Hammerkopf, es gilt in Berlin dicke Bretter zu bohren, aber manchmal muss man auch die Mauern einschlagen, die Ihnen dort entgegenstehen. Deswegen zur Stärkung und als kleinen Dank. Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Unseren Gästen darf ich eine gute Heimfahrt an dieser Stelle wünschen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Sicherheitskräften von Polizei und BKA. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Sicherheitskräften, die hier in der Freizeit dafür gesorgt haben, dass sie eine sichere Vortragsreihe hier besuchen konnten. Ich bedanke mich aber auch ausdrücklich bei den vielen, vielen Helfern im Hintergrund, die wir gebraucht haben, um ihnen diesen Saal bieten zu können, dass sie dort hinten Kaltgetränke hatten
ja, dass es vorhin noch eine kleine Suppe für uns gab. Ohne sie, ohne die vielen, die man nicht sieht, wäre so etwas nicht möglich und mein ganz herzlicher Dank an Sie.